Hallo und herzlich willkommen zu diesem Diesel Date Video auf meinem Kanal. Alle, die jetzt gerade gesehen haben, dass es in diesem Video um den Tesla geht und das sogar wahrscheinlich schon im Thumbnail und im Titel gesehen haben. Wenn ihr jetzt nicht abschaltet, dann schreibt bitte nachher nicht in die Kommentare, oh, schon wieder ein Video über den Tesla. Ich schreibe ja der ARD auch nicht jeden Sonntag, ihr habt ja schon wieder einen Tatort gesendet, sondern ich schaue ihn einfach nicht. Also heute geht es definitiv um den Tesla, denn wir haben heute die erste weite Reise mit dem Tesla vor. Wir wollen zum ersten Mal auf 100% laden. Deswegen habe ich jetzt erst angemacht, damit ich ziemlich genau um 11 Uhr 100% habe und wir losfahren können. Was natürlich um diese Uhrzeit nicht klappt, ist, dass ich jetzt diese 11 Kilowatt wirklich mit der Sonnenenergie ziehen kann. Wir produzieren momentan nur 1,23 Kilowatt morgens um 9:30. Den Rest beziehen wir von den Stadtwerken, die in Konstanz 100% Ökostrom anbieten. Ja, heute fahren der Oskar und ich zu einer Veranstaltung nach Berlin. Heute ist schulfrei. Es bietet sich an, den Tesla mal auf einer weiten Strecke auszuprobieren. Wie sieht's aus mit der Reichweite? Wie viel verbraucht er wirklich? Wie funktioniert das mit dem Supercharger? Und da nehme ich euch mit und hoffe, ihr habt dabei Spaß. Ganz herzlichen Dank an der Stelle denen, die meinen Referral-Code angewendet haben. Dann bekommen wir beide jeweils 1500 Kilometer Supercharger frei. Danke Lukas, Thomas, Wolfgang und Berthold, dass ihr meinen Code verwendet habt. So, wir haben 99% geladen. Hier habe ich schon mal eingegeben, die Strecke nach Berlin. Er sagt, es sind 742 Kilometer, 8 Stunden 26 Minuten, inklusive der Supercharger-Vorschläge, die er hier macht. Ich schau mal, ob ich die so annehme. Ich weiß auch gar nicht, warum ich über Ulm fahren soll. Oskar ist auch fertig, also geht's jetzt los zur ersten großen Tour mit dem Model 3. Eine Viertelstunde später, wir sind wieder zu Hause. Wir haben leider noch ein Handy holen müssen vom Oskar. Das heißt, unser Trip startet jetzt mit 98%. Wir kommen trotzdem hoffentlich an. Ja, jetzt sind wir ein paar Kilometer gefahren. Ein paar Sachen finde ich schon gewöhnungsbedürftig. Mit dem Tempomat muss ich mich noch anfreunden. Das mit dem Trip fand ich auch komisch, also ist es uns nicht gelungen, ihn davon zu überzeugen, dass wir nicht über Ulm fahren wollen. Deswegen haben wir jetzt mal die Supercharger ausgeschaltet und ich fahre jetzt einfach mal so ganz normal, wie ich fahren würde, die Strecke, das Tempo. Ich würde halt so 150, 160 fahren, wenn es geht. Dann schauen wir mal, wie weit wir damit kommen. Und dann machen wir ein Päuschen und dann melde ich mich wieder. Priority. Ich muss näher ranfahren. Ich komme nicht ran. Ich muss noch ein Stück zurückfahren. Hältst du mal? Der muss man ganz nah ranfahren. Okay, das Ding lädt jetzt mit 115 Kilowatt. Es ist 13.20 Uhr. Ich gehe mal Pipi machen und dann schauen wir mal. Wir sind bei 53%. Voll umständlich gehe ich doch über die Kasse. Wahrscheinlich ist unser Auto schon vollgeladen, bis wir was zu essen kriegen. Ne? Yay! Dank dem neuen sensationellen Bestellsystem von McDonald's. Wie lange haben wir gebraucht jetzt? Wir sind jetzt jedenfalls wieder bei 88% von 53. Ich habe vorher nachgeschaut, wir haben mit den 47%, die wir verfahren haben, haben wir 171 Kilometer hinter uns gebracht. Es wäre also eine Reichweite von 340 Kilometern bei ziemlich zügiger Fahrweise, kann man sagen. Naja, jetzt geht's weiter. So, wir sind jetzt hier in Münchberg Nord angekommen am Supercharger und machen zum ersten Mal die interessante Erfahrung, dass alle 6 Plätze belegt sind. Noch einer, der wartet und hofft. Gut, wir sind also inzwischen seit dem letzten Stopp 316 Kilometer gefahren und haben von 88 auf 14% runtergewirtschaftet. Jetzt muss ich vor allem hoffen und warten, dass ein Supercharger frei wird. Okay, haben wir doch mehr Glück gehabt als gedacht. Haben gleich einen Supercharger bekommen, laden jetzt allerdings zu langsam. Viel zu langsam. Nämlich mit 17 kW. Und das wundert mich jetzt ein bisschen. Weil eigentlich sollten wir hier einen Supercharger haben. Da hätte er jetzt 3 Stunden Wartezeit. Das kann schlecht sein. Ja, ist ja Abenteuer hier, Tesla fahren. Ah, Akku von der Kamera ist auch gerade alle. Vielleicht kann ich den gerade auch noch da vorne anhängen. Gerade einen sehr netten Model X-Fahrer,
gesehen, wahrscheinlich aus Holland, ich weiß gar nicht, oder Schweden, sagte mir, er fährt seit 2015 und das hat er noch nie erlebt, dass man hier tatsächlich nur mit 17 kW am Supercharger lädt. Weil das bedeutet jetzt tatsächlich genau, dass man tatsächlich dann 2 Stunden steht, um wieder weiterfahren zu können. Das darf natürlich nicht passieren. Was ich auch gelernt habe, ist, wenn man Supercharger hat, die beide denselben Buchstaben haben, also 2A und 1A, dann bedeutet das, dass die sich den Strom teilen. Und da der andere zuerst da war, hier das Model X neben mir, lädt er praktisch mit hoher Energie und ich kriege nur noch den Rest ab. Das sollten aber mindestens 40 sein, sind aber im Moment nur noch 17 und das muss ein Fehler sein. Noch ein kleines Detail, ich wollte wie vorgeschlagen den Verbandskasten im Fahrgastraum unterbringen. Ich wollte ihn eigentlich unter den Sitz schieben, wo wir das bei früheren Autos hatten, aber unter dem Sitz ist kein Platz und die Ablageflächen sind zu klein. Also muss ich mich nochmal erkundigen, aber offensichtlich muss es genügen, wenn man ihn im Frunk mit sich führt. Da war er ja auch, als wir das Auto abgeholt haben, also insofern nehme ich auch an, dass das dann den Regeln entspricht. Unsere Pause wäre eigentlich beendet, aber wir warten ja noch ein bisschen. Und jetzt ist hier praktisch eines nach dem anderen von den anderen Autos weggefahren. Und wir sind über 30 auf 60, jetzt auf 86 geklettert. Pionier sein ist natürlich auch immer mit Abenteuer verbunden. Tesla ist jetzt nichts für Leute, die irgendwie so hektisch beim Fahren sind. Irgendwie. Ich bin hektisch. Falsches Auto. Oder? Einer der Gründe, warum ich den Tesla gekauft habe, ist ja dieses Supercharger-System, was die anderen eben nicht haben, was dafür sorgt, dass man schnell zwischendurch laden kann, eben nur 20 bis 30 Minuten eigentlich warten muss, bis man weiterfahren kann. Und ich finde, so sollte das dann auch sein, nicht wahr? Ja, wir lernen und machen unsere Erfahrungen. Auf jeden Fall macht man natürlich die Erfahrung, dass die anderen sehr nett sind und aus Holland und Schweden vor allem kommen sehr viele. Ja, naja, we will see. Wir warten noch ein bisschen. Also ganz geht die Theorie nicht auf. Wir sind jetzt die einzigen hier auf den 6 Plätzen, aber es ist trotzdem nicht schneller geworden als die 70 Kilowatt von vorhin. Minuspunkt. So, jetzt hat es doch eine Weile gedauert. Es ist inzwischen 18 Uhr. Wir haben wieder 76% und ich wollte sowieso noch mal kurz vor Berlin an den Supercharger. Bis dahin sollten wir jetzt kommen. Ich soll unter 140 fahren, um das Ziel zu erreichen. Mit 6% Rest nächsten Supercharger erreicht. Ja, wir müssten hier eigentlich jetzt nicht mehr groß aufladen. Ich will nur eben in Berlin nicht mit leerem Tank sein. Deswegen werden wir hier jetzt noch mal schön vollladen. Wenn der richtig funktioniert, der Supercharger, dann dürfte das nicht allzu lange laden. Was eine gewöhnungsbedürftige Sache ist, dass diese Supercharger nicht da liegen, wo man normalerweise erwartet zu sein, nämlich bei einer Tankstelle, wo man dann wie gewohnt seinen Kaffee holt und Pipi macht und so weiter. Ich hätte jetzt mal den Fliegendreck weggemacht oder so, wenn es irgendwo so ein Wasser gibt. Das gibt es bei den Supercharger eben auch immer nicht. Also ein paar Sachen muss man sich natürlich umgewöhnen. Ansonsten, also wenn wir jetzt vorher nicht diesen Ausfall an dem Supercharger gehabt hätten, ich hätte genau diese Pausen gemacht, mindestens so viel. Mindestens so lange von der Zeit, bis auf diesen Ausfall, den ärgerlichen, muss ich schon sagen, ist das kein Unterschied zu einer normalen Fahrt mit einem Verbrenner, wie ich sie gemacht hätte. Und Oskar, wie gefällt dir denn unsere erste Roadtrip mit dem Model 3? Ich finde das super alles. Total entspannt. Dass man irgendwie eine halbe Stunde oder so warten muss. Ich finde es eigentlich gechillt. Das ist der Unterschied zwischen dem Vater und dem Sohn. Der Sohn ist einfach... Zwischen dem hyperaktiven Vater und dem gechillten Jugendlichen. Das ist schon wahr. So muss das sein. 86% sind wieder drauf, also 80% mehr. Also es hat gereicht, um ein alkoholfreies Pilz und ein Spezi zu trinken, aber nicht, um einen Vlog zu schneiden. Okay, wir sind noch 40 Minuten unterwegs. Dann melden wir uns mit dem Schlussfazit. Ja, ihr seht es an meinem frisch rasierten Gesicht. Es ist ein Tag später. Ich war dann doch ziemlich fertig von der langen Reise. Es war ja ein bisschen durcheinander mit diesen Abschnitten. Deswegen habe ich mir die Mühe gemacht und den ganzen Trip noch einmal für euch zusammengefasst. Wenn man die einzelnen Teilstücke zusammenrechnet, sind wir insgesamt 807 Kilometer gefahren. Eine reine Fahrzeit von 7 Stunden 34 Minuten. Wir haben 2 Stunden 22 Minuten Pausen gemacht. Leider, muss ich sagen. In München
Münchberg haben wir eben eine Extrazeit von ungefähr 50 Minuten aufgebrummt bekommen. Ich habe ja absichtlich 3 Pausen gemacht, damit ich in Berlin noch mit vollem Tank ankomme. Insofern, man könnte es auch mit 2 natürlich schaffen. Unsere gesamte Reisezeit war demnach 9 Stunden und 56 Minuten, also fast 10 Stunden, ganz schön lang. Und wir hatten eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 107 Kilometern in der Stunde und einen Verbrauch von 147,75 Kilowattstunden. So rechne ich das aus. Wenn ich diese Prozente umrechne, ob das so genau stimmt, weiß ich nicht. Aber wenn 100% 75 Kilowattstunden sind, was die Batterie an Kapazität hat, wäre das so. Und damit wäre der Verbrauch auf 100 Kilometer 18,3 Kilowattstunden, was absolut gut möglich ist. Insgesamt war es sehr angenehm zu fahren mit dem Auto. Ich komme auch immer besser zurecht mit dem Lenkassistenten, Tempomat. Wenn man die an der richtigen Stelle einsetzt, ist es wirklich sehr praktisch und entspannend. Bequem, schnell und alles ist er natürlich auch. Klar, große Einschränkungen, wenn das mit dem Supercharger passiert, dann macht man eine Pause, die man nicht machen will und die ist dann gleich ziemlich lang. Das sollte nicht sein. Dicker Minuspunkt natürlich für unseren ersten Roadtrip. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und ihr seid auch nächstes Mal wieder dabei. Liked, abonniert und teilt dieses Video, das würde mich sehr, sehr freuen. Verfolgt mich auch auf Instagram, da kriegt ihr ziemlich viel mit von dem, was ich so tue und seid auch nächstes Mal wieder dabei. Euer Diesel Dad.